Glück auf, meine tapferen Freunde. Wir sind in einer Mine, sage ich nur. Und alle, die jetzt vielleicht nicht so ein starkes Nervengerüst haben, die vielleicht immer noch mit Licht schlafen oder schon bei einem Anflug von Grusel sofort das Weite suchen. Leute, für euch ist diese Folge nichts. Ihr solltet jetzt lieber abschalten und euch ein Hello Kitty Let's Play angucken oder ähnliches. Denn hier werdet ihr den absoluten Horror mit dem Opa hier erleben. Und schaltet lieber ab. So, meine lieben Freunde, Glück auf und herzlich willkommen zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Jetzt sind wir unter uns und jetzt können wir diese Mine hier weiter erkunden, denn alle, die kein so starkes Nervenkostüm haben, das hier durchzuhalten, die sind jetzt weg, die haben gerade abgeschaltet und gucken sich das Hello Kitty, das neueste Hello Kitty Let's Play an. Und naja, wir sind allein. Und ich habe hier einen Apfel. Und ich werde ihn benutzen. Und ich werde auch am Ende dieser Aufnahme aufklären, woher ich diesen Apfel habe. Aber das erst am Ende. Das heißt, ihr müsst durchhalten. Ihr müsst durchhalten, liebe Freunde. Ja, so gruselig wird es natürlich nicht. Aber ich wollte die ganzen Angsthasen mal raus haben aus dieser Nummer. So, dass wir völlig unter uns Helden sind und hier ganz in Ruhe diese Mine erkunden können. Ne? Ja, so muss man das machen. Okay, Freunde, ich hatte ja schon in der letzten Aufnahme begonnen, diese Mine hier zu erkunden und hatte ja schon gesagt, dass hier schon jemand war. Mittlerweile konnte ich mich mit meinem Kumpel Zordan kurz schließen und der hat mir auch bestätigt, dass er hier diese Mine noch nicht ergründet hat, weil das auch nicht seine Art ist, Fackeln zu setzen. Und daher sind wir auf den Schluss gekommen, dass eigentlich nur der gute Matrix-Schlange, der ja unweit von hier seine Existenz fristet, dafür verantwortlich sein kann, dass hier schon Fackeln gesetzt wurden. Er muss das aber recht oberflächlich gemacht haben, da habt ihr absolut recht, denn das ganze Eisen und ähnliche Sachen sind hier noch drin. Naja, also er hat hier kaum Eisen abgebaut, sondern nur ein paar Fackeln gesetzt und dieser Teil der Mine hier, der scheint noch völlig unerkundet zu sein. Und hier ist eine schräge Schiene. Das ist, glaube ich, auch recht selten. Wenn nicht sogar unmöglich. Donner. Ja, der Donner gehört zum Lied. Also keine Angst. Ne? Es bricht hier nicht zusammen. Oder es ist tatsächlich irgendein Schacht hier nebenan, der zusammengebrochen ist. Denn ihr wisst ja, diese Minen sind teilweise Tausende von Sommern alt. Und da bricht auch schon mal hin und wieder was zusammen. Und hier geht es noch tiefer nach unten. Und wir werden uns immer tiefer hier nach unten wagen. Ah, was haben wir denn hier? Okay. Ich habe noch ein bisschen... Oh, wir haben noch erst ganz wenig Eisen gesammelt. Aber wie schon gesagt, wir waren ja schon einmal wieder an der Oberfläche. Und haben dort mal ein wenig Laster abgeladen. Zaster abgeladen. Zaster-Laster. Es gibt noch ein paar Neuigkeiten. Wir haben einen Dorfchronisten gekriegt. Und zwar ist es der Dunedainisch, der diese Herr der Ringe-Runen in seinem Avatarbild hat. Herr der Ringe bin ich ja auch ein ganz großer Fan von. Gerade jetzt in letzter Zeit sind wir wieder dabei, uns die den kleinen Hobbit in Dauerschleife anzugucken. Und ich muss sagen, dass das ein absolut grandioser Film geworden ist. Genau wie die anderen Teile vom Herrn der Ringe. Also die Verfilmung ist schon echt klasse. Aber das ist ein ganz anderes Thema, was uns hier auch erstmal nicht interessieren soll. Hier ist der Gang nämlich zu Ende. Dann können wir den auch als... Ja, können wir eine Fackel wieder rausnehmen. So hell brauchen wir es hier nicht. Da war schon wieder Donner. Ah, weil ich das Eisen übersehen habe. Okay. Danke, Mojang. Boah, ich glaube an die, an diese, Oh, guck mal, der sickert hier ganz langsam hindurch. Achso, mit dem Schwert, ja. Wir haben leider unsere, unsere Behutsamkeitsschere nicht dabei. Sonst könnten wir hier die Spinnweben abbauen, aber so können wir uns da Seil von machen. Ist auch nicht verkehrt. Okay, Leute, hier geht's weiter nach unten. Noch tiefer in das Herz des Berges. Sozusagen. Und wir werden hier die Fackeln rechts setzen in alter Tradition.
und mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Ich hoffe, wir gehen noch Quergänge ab. Nein. Nein. Aber ich habe etwas Kohle. Und da wir Kohle immer sehr gut gebrauchen können, nehmen wir die natürlich auch mit. Ich habe mal die Höhlen-Playlist angemacht, damit das ein bisschen atmosphärischer ist hier. Auch wenn wir natürlich schon alte Hasen sind, ist es natürlich immer noch gefährlich, sich in solchen Minen zu bewegen. Denn ihr wisst ja, hier gibt es Spinnen-Spawner und Spinnen haben wir auch schon gehört. Und ich hoffe mal, dass sie uns nicht ganz so die Hölle heiß machen und mit ein bisschen Rücksicht hier auf unser Alter eventuell vorgehen. War hier nicht auch irgendwo noch Kohle? Haha, ich habe dich nicht übersehen, Kohlebratzen. Denn wo du bist, ist meist noch viel mehr. Die Creeper sind so eine große Gefahr noch. Und natürlich, ja, die Lava, ne? Das darf man immer nicht vergessen. Wir sind hier gerade auf Höhe 24. Da ist die Lava noch recht selten. Also diese Lavaflüsse sind da noch recht selten. Aber, das wird häufiger werden. Bei solchen Höhlentouren habe ich immer die Gelegenheit, ein bisschen zu labern, ein bisschen zu faseln. Weil ich ja nichts bauen muss und mich da nicht so doll konzentrieren muss, sondern einfach hier nur diese vorgefertigten Erzfelder abbauen. Also, kann ich labern oder erzählen, aus dem Nähkästchen meinetwegen auch. Und, ach, da oben ist auch noch Eisen, okay. Wow, das ist immer gefährlich, sich nach oben über den Kopf einen Klotz wegzumachen. Das kann ich euch überhaupt nicht empfehlen, denn ihr wisst ja, da könnte Kies drunter sein und Kies ist ganz schön mies, wenn einer auf den Kopf drauf fällt und dann verschwimmt die ganze Welt vor des Augenschein des Betrachters. Ne? So kann man das sagen. Ja, ich wollte erzählen und nicht faseln. Okay, hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Den Gang haben wir hier untersucht, das ist eine Sackgasse. Und das ist auch eine Sackgasse, deshalb kommt hier eine Fackel hin, um zu symbolisieren, hier geht's nicht weiter. Ist natürlich gerade gefährlich, dass jemand oder etwas hier schon mal war und willkürlich, völlig willkürlich, hier schon Fackeln in die Mitte dieser Dinger gesetzt hat. Ah, hier ist auch mal ein Gang, okay. Dann gucken wir doch mal, was ist uns hier noch erwartet. Der geht auch seitlich ab. Okay, und wurde hier verschüttet vom bösen Kies. Denn ihr wisst ja, böser Kies ist ganz schön mies, wenn er auf den Kopf drauf fällt und verschwimmt die ganze Welt. Und jetzt geht's aber hier durch. Den Kies nehmen wir mit. Ja, Mojang, da brauchst du gar nicht böse sein, weil ich den Kies hier mitnehme. Wir brauchen den für die Straßen von Unsgrab. Also nicht unser Grab, sondern Hundsgrab. Heißt ja Hundsgrab, weil, das wissen ja vielleicht einige gar nicht, weil damals dort der Hund erfroren war. Und dann hat man ihn begraben. Und dann nannte sich der Ort Hundsgrab, oder ich habe ihn so genannt, als Bürgermeister, wo ich das erste Mal dort erschienen bin. Ja. Jetzt bauen wir auch wieder Schienen und die brauchen wir auch ganz dringend für die Bahnstrecke. Und deshalb ist hier diese Mine auch äußerst ja gut für uns einfach. Ja, und wichtig, weil wir die Schienen für die Bahnstrecke nach Schlangenstein brauchen, wo wir bei unserem nächsten Thema sind. Der gute Nico B., der euch ja gewiss bekannt sein dürfte, der hat auf meinen Aufruf hin, die 7 Tage in Hundsgrab, ihr wisst, hat er geschrieben, Mensch, da könnte man doch ein Sägewerk bauen an dem Damm. Und denn... Oh, ist aber ganz schön... Warte mal, machen wir uns mal ein bisschen schick hier, damit wir hier uns auch nicht stolpern. Das sind die sogenannten Stolpersteine und die müssen weg. Denn... Ja, wo war ich stehen verblieben? Genau. Denn so ein Damm und ein Wasserwerk dazugehörig ist ja eigentlich optimal geeignet für einen Antrieb eines Aggregats wie einer Sägemühlen-Wassermühle. Und ja, das finde ich gut. Das passt genau wie die Faust aufs Auge an diese Stelle. Auch von der geografischen Geschaffenheit passt das wunderbar. Denn ihr habt ja bestimmt gesehen, dass daneben so ein kleiner Wald ist. Also ein klein, etwas größerer sogar. Ein größerer Regenwald ist. Oh, guck mal, hier ist alles noch unerkundet. Ein etwas größerer Regenwald ist. Und aha. Dieser Regenwald bietet natürlich vor allen Dingen was? Was bietet ein Regenwald?
Fledermaus, die Preisfrage. Was bietet ein Weringenwald? Sie weiß es nicht, aber ihr wisst es. Holz natürlich, ganz klar. Unmengen von Holz. Und dieses Holz kann man natürlich hervorragend, Vorsicht, Obacht geben, dafür benutzen, daraus Baumaterialien zu machen, natürlich aufs eine. Und zum anderen, daraus Holzkohle zu brennen. Das wurde mir auch in den Kommentaren dann schon geschrieben. Mensch, da kannst du doch Holzkohle machen. Das wäre doch eigentlich ganz hilfreich. Habt ihr recht. Habt ihr absolut recht. Holzkohle ist nämlich billiger im Grunde wie dieses hier, diese Steinkohle, die wir immer mühsam aus dunklen Minen klopfen müssen und dabei jedes Mal unser Leben aufs Spiel setzen. Wenn wir das im Wald abbauen, ist das natürlich lange nicht so gefährlich. Na, zack, ich nehme auch mit. Boah, was ist denn hier an Kohle? Das ist ein richtiger Kohleplötz, könnte man fast sagen. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu weit vom Mikro entferne, denn ich war am Anfang sehr laut. Jetzt bin ich wieder sehr weit von dem Mikro weg gewesen. Naja, aber ich erzähle euch das immer. Und dann hinterher jage ich das Ganze durch einen Kompressor und alles ist gleich laut. Und ihr denkt euch dann wahrscheinlich irgendwann immer, Mensch, was will der überhaupt? Ist doch immer gleich. Ja, ich mache das dann gleich, ne? Also, ja, ich mache es gleich. Und dich nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir das aber auch alles. Dann könnten wir theoretisch gleich mal hier unten nachschauen, ehe wir das hier oben mal gründen. Dunkle Gänge über dem Kopf sind meistens nicht gut. Und es gab noch keine Monster. Ich habe die aber, die sind also auch aktiv. Und hier hängen schon wieder Fackeln. Und diese Fackel hängt im Nichts. Ein Wunder der Natur. Ein absolutes Wunder der Natur. Das ist ein Nulpengang, der bringt uns gar nichts. Hier ist wieder ein Gang mit Schiene, der bringt uns sehr viel, nämlich Schienen vor allen Dingen. Und hier sind wieder Quergänge wahrscheinlich, ja. Hier sind wieder Quergänge. Und ich weiß, wir rennen hier unkontrolliert durch die Gegend und wahrscheinlich werden wir nie mehr nach Hause finden und dann auch sterben. Denkt ihr euch jetzt, aber wir machen das ganz anders. Die Schienen, das sind alles unsere. Hier können keine Schienen sein, weil hier ist Wasser eingetreten. Und wie nennt man das nochmal? Ich habe es neulich noch gewusst. Man nennt das, glaube ich, Einschlag oder Einbruch. Nee, Wassereinbruch heißt es nicht. Das wäre zu einfach. Ach, guck mal. Jetzt sind wir hier einmal im Kreis gerannt. Cool. Naja. Oder auch nicht. Daneben. So, machen wir das so. Und das Eisen nehmen wir uns natürlich hier auch wieder mit. Ja, wir werden sehr viel Eisen abbauen, denn wir werden sehr viel Eisen für die ganzen Schienen brauchen. Das wisst ihr ja, hatte ich euch ja schon erzählt. Und jetzt bin ich eben im Spinnenweb hängen geblieben und jetzt ist sie in meinem Haar verfangen. Und ja, jetzt sehe ich ganz albern aus mit den ganzen Spinnenweben im Haar, fast wie ein ganz alter Mann, der ich ja eigentlich gar nicht bin. So, also Nico B. macht die 7 Tage Hundskrab, das war die Aussage von der ganzen Geschichte. Der macht die 7 Tage Hundskrab, kann also 7 Tage hier auf dem Server rumvegetieren und bauen und uns ein Sägewerk, einen Damm und ein Damm und ein Sägewerk bescheren. Was uns natürlich freut, ganz klar. Diese Spinnewebe muss weg, denn Ordnung muss sein. Okay, hier ist wieder nichts. Ich würde jetzt eigentlich schon fast gerne mal Monster sehen, damit ich weiß, dass mein Monster eingeschalte auch gewirkt hat. Ich höre auch schon immer eine Spinne. Eine Spinne. Ja, das ist Spinne. Also müssen die Monster auch aktiviert sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich schon gesammelt? Ein Stack, also fast 2 Stacks Kohle. Okay. Das ist schon ganz nett, aber es reicht uns natürlich bei weitem nicht aus. Das ist immer noch zu wenig. Wir wollen mehr. Na, wir wollen auf jeden Fall mehr. Und wir wollen auch mehr hiervon. Mehr sehen von dieser Mine. Und wir wollen vor allen Dingen mehr Schienen. Weil man muss mal bedenken, 6, glaube ich, dieser Schienen, das sind, wenn mich nicht alles täuscht, 9 Eisenblöcke. Und, na gut, das Holz. Das Holz ist egal, aber die Eisenblöcke, das ist schon krass. Okay, wo geht's hier lang? Ah, okay, hier sind wir wieder bei unserer Höhle angelangt. Wir bewegen uns also gerade kreisförmig in kreisförmigen Wellenbewegungen um die Höhle. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich esse mal ein Steak. Ich esse
letztes Mal ein Steak. Warum hat dein Imp damit zugeschlagen? Habt ihr das gesehen? Ich habe tatsächlich mit einem Steak zugeschlagen, obwohl ich Hunger hatte. Was ja eigentlich gar nicht möglich ist. Denn sobald man Hunger hat, kann man mit... Jetzt kann ich mit einem Steak schlagen. Auch nicht. Guckt euch das nochmal im Video an, ob das tatsächlich so war, dass ich mit dem Steak zugeschlagen habe. Ja, ich weiß, es ist nicht so spannend, aber für die Minecraft, Langzeitspieler unter euch wird das vielleicht ganz interessant sein. Das ist ein merkwürdiger Bug. Ein ganz merkwürdiger Bug. Und da oben ist Wasser. Hier ist Wasser drüber. Das sieht man an den Tropfen, die hier vom Himmel tropfen. Klopfen. Und an mein Fenster. Okay, und jetzt nehmen wir die Schiene auch mit. Ich sollte mir vielleicht tatsächlich einen Wassereimer machen. Das könnten wir natürlich sehr gut hier in dieser Seitenhöhle machen. Oh, Kohle, nicht vergessen. Und Kohle bringt natürlich immer übelst Erfahrungspunkte. Ihr hört das schon, wie das ab und zu mal klimpert. Das heißt, ab und zu plöppelt da mal so ein Erfahrungspunkt raus, wenn man Kohle abbaut. Ja, die Monster, die verstecken sich hier irgendwo. Irgendwo sind die ganz verborgen im Inneren. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Und hoffe ich nicht mal. Nicht klar, Logo. Wir wollen ja nicht gefressen werden. Wer will das schon? Gerne. Hier hinten ist ein Spinnenspawner. Und hier ist eine Kiste. Und da ist auch noch was drin, nämlich 3 Gold. Und 4 Redstone, 6 Kohle. Die Brote nehmen wir mal to go mit. Die hauen wir uns gleich mal in die Birne, dann wenn wir das nächste Mal Hunger haben. Ah, hier war noch kein Mensch. Ne? Hier war wirklich noch kein Mensch. Und hier ist ein Spinnenspawner. Und den werden wir jetzt gleich mal abbauen. Und wenn jetzt hier keine Spinne rausploppt, dann stimmt irgendwas tatsächlich mit dem Monster nicht. Da kommt keine Spinne raus, ne? Ne. Ha. Was können wir da machen? Wir könnten etwas eingeben, was uns das Leben erschwert. Und zwar... wie war das nochmal? Stopp. Okay, ich habe mich doch geirrt. Ich dachte, die Monster werden ausgeschaltet. So ist so ein Monster-Spawner deaktiviert. Da kann jetzt also keine Spinne mehr raus droppen, sozusagen. Aber ich werde das zur Sicherheit trotzdem nochmal machen. Also nochmal. Diffy. Wie war das nochmal? Cool. T. 1. Und davor muss natürlich ein... hier so ein Ding. Ne? Habe ich das richtig geschrieben? Ich denke ja. Nee. Wartet mal, ich guck mal kurz und dann melde ich mich gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Und ich hatte kurz geguckt, hat den Server nochmal runtergefahren, bla bla bla, nochmal überall geguckt. Die Monster sind tatsächlich die ganze Zeit eingeschaltet gewesen. Sie sind nur momentan ein wenig verstimmt anscheinend und beehren uns hier nicht. Merkwürdig irgendwie. Schon komisch. Aber ich denke mal, die werden bestimmt noch in Aktion treten, wenn wir uns hier etwas tiefer in die Mine begeben. Wahrscheinlich. Also, alles gut, Leute. Und das jetzt, wo die Folge bald zu Ende ist. Ne? Aber naja, wir machen noch ein bisschen weiter. Einfach so aus Jux und Dollerei. Machen wir noch ein bisschen weiter und gucken hier nochmal ein bisschen. Ich darf natürlich nicht vergessen, hier das ganze Eisen rauszunehmen. Denn deswegen sind wir ja eigentlich, ihr wisst, hier. Ja, was hatte ich erzählt? Ich hatte erzählt, dass Nico B. jetzt in den nächsten Tagen hier auf den Server kommen wird und sein Sägewerk baut und den Damm natürlich auch fertig baut. Und dass wir hier Eisen suchen. Das hatte ich schon mehrmals erwähnt. Was gibt es noch zu berichten? Wir haben einen Dorfchronisten, liebe Freunde. Ihr wisst ja, dass wir einen Stadtschreier haben. Der ist sozusagen unser Nachrichtensystem, unser direktes Nachrichtensystem. Sozusagen unsere Tageszeitung. Und der Dorfchronist allerdings ist... nehmen wir die Zäune auch mit. Können wir einen 64er-Stack mitnehmen. Wir brauchen sie bestimmt noch.
Ich schätze nur mal, dass das Inventar das nicht mitmachen wird. Auf Dauer. Auf Dauer, auf Dauer. Und ich habe ja keinen Backpack-Mod oder ähnliche Mods, die mir das dann erleichtern würden. Aha. Seht ihr, sie lauern mir auf. Überall. Und wenn man sich am sichersten fühlt, dann sind sie auf einmal da. Ich hätte also nur um eine Weggabelung gucken müssen. Und schon hätte ich... Das ist auch noch ein Spawner. Oh, oh, oh. Ah, der ist deaktiviert. Hier war also schon jemand und hat diesen Spawner deaktiviert. Alles klar. Und entweder waren wir das jetzt und sind einmal im Kreis gerannt. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Ich glaube, wir gehen mal hier weiter. Wir sind einmal im Kreis gerannt, schätze ich mal. Naja, okay. Hier geht's nach oben, aber es gibt keinen durch. Oh. Ich verstecke mich mal hier hinter der Ecke. Warte, bis er rumkommt. Guten Tag. Ha, ha, stopp, 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 stopp. Und er hat nicht sehr viel für uns übergelassen. Doch, da ein paar Knochen. Die hat er uns gelassen. Sehr nett. Okay, die Monster sind jetzt heiß. Und aktiviert und ja. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben einen Dorfchronisten und wie schon gesagt, der Flo ist unser Stadtschreier und der ist für die näheren Berichterstattung, das heißt für das Tagesgeschehen zuständig, verkündet das dann an die Dorfbewohner und natürlich ganz nebenbei auch an euch in den Kommentaren. Übrigens nochmal vielen Dank an Nico, an den Flo, dass er das macht. Das ist eine sehr geile Sache. Und dann haben wir jetzt einen Chronisten dazu bekommen und das ist der Dune Dynish. Der hat diese Runen. Das habe ich auch schon erzählt. In seinem in seinem Profilbild. Und der führt jetzt sozusagen die Dorfchronik. Und da unser Let's Play ja auch Chronik eines Dorfes heißt. Jetzt haben wir hier so einen Seitengang gemacht. Auch nicht schlecht. Passt das natürlich sehr gut. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das dann gestalten. Ob wir diese Berichterstattung dann irgendwann mal übernehmen. Ach, guck mal, wer da kommt. Warte, ich mach mal ein bisschen Licht. Na, kann ich dir irgendwie behilflich sein oder so? Vielleicht mit einem Schwert im Kopf? Wow. Ah, da hat er zwei Zombie-Lebern tatsächlich verloren. Okay. Freuen sich die Hunde. Da freuen sich die Hunde und da kommen noch mehr. Wo einer ist, sind immer mehr. Den lassen wir jetzt gar nicht so nah an uns rankommen. Und da hinten, da könnte ein Spawner sein oder ähnliches. Die Lage spitzt sich zu, wie ich das schon sagte. Von hier und hier kann nichts kommen. Wow. Sagte der Mann. Oh, kleine Spinne, kleine Spinne. Ha. Oh, ist die schnell. Hey, du bist ganz schön schnell. Da hinten scheint auch noch ein aktiver Spinnenspawner zu sein. Ja, kommt ruhig von oben runter. Kommt ruhig, meine Freunde. Meine grün gefärbten, lustigen Spinnenfreunde. Du kriegst auch gleich mal hier ganz elegant aufs Gesäß. Hier ist auch noch eine. Machen wir auch noch tot. Und die hat ein Spinnenauge gedroppt. Wie schön. Schnell was essen. Nicht vergessen. Immer was essen. Hier ist die Höhle zu Ende. Dann wird der Spawner höchstwahrscheinlich da oben irgendwo sitzen. Na, lass auch noch ein paar Spinnen kommen. Wir sind ja gesund und munter. Uns kann das nicht schocken. Und wir dürfen natürlich auf gar keinen Fall die Schienen vergessen. Weil das ist was, was ich so in den ersten Minenexkursionen immer vergessen habe. Hier diese Schienen abzubauen. Und da ist bestimmt da oben. Ah, da oben ist er. Wir müssen also eine Etage höher kommen. Und uns dann irgendwie ranarbeiten an das Ding. Oder wir gehen hier durch die Wand. Ah, okay, warte mal. Da ist ein Deaktivierter. Hier ist alles hell. Da hinten ist auch eine Spinne. Dann gehen wir nochmal hier lang. Vielleicht kommen wir da hoch. Hier setzen wir nochmal eine Fackel. Jetzt kommt der Spider-Man. Spider-Man. Und wir werden ganz viele Stricke dabei ernten. Und er erntete viele Stricke. Nee. Wo kommst du denn her? Ja, wie von da oben? Von da oben? Hm. Komm hier durch die Decke. Ah, von hier. Alles klar. Alles klar, Freunde. Von hier. Nee. Ach doch, von da. Irgendwie kommen die Brüder. Ah, von hier können sie nicht kommen, weil hier ist eigentlich dicht. Ah, jetzt kommt wieder so ein Zombie-Naut.
Leute, ihr geht mir ein bisschen auf den Senkel. Alle, ihr alle. Und diese jetzt haben sie mich aber hier ganz schön im oh, eine schwarze Witwe. Und ein Skelett. Oh Gott, erst beschwere ich mich, ne? Dass hier kaum was los ist, dass hier kaum Monster sind. Und jetzt machen sie mir mal richtig die Hölle heiß. Meine Herren. Okay. Hier ist wieder Ende im Gelände, aber auch Kohle in den Wänden. So, und ich würde sagen, das war jetzt die erste Folge von dieser Aufnahme der Höhlen-Terror-Exkursion-Expedition-Ex-Libris. Und dann sage ich, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Folge. Es ist nicht besser geworden. Die Monster sind uns auf den Fersen und wollen keineswegs, dass wir hier weiter ihre Rohstoffe stehlen. Erst haben sie uns in Sicherheit gewogen. Haben sie, ne? Und jetzt wollen sie uns ans Leder. Jetzt wollen sie uns tatsächlich ans Leder. Habe ich da jetzt tatsächlich die ganze Spinnenseide weg? Nee, ich habe hier die Flints. Naja, Flints. Mal ehrlich, Freunde. Die brauchen wir nicht. Kies können wir immer gebrauchen. Aber hier hinten geht es auch noch überall weiter. Oh Gott, die ist echt groß. Die ist echt mal groß. Hier sollten wir aber Platz schaffen. Und die Musik tut ihren Teil dazu. Da ist eine Kiste und die ist noch nicht erkundet. Und hier sind... Oh, da sind schon wieder Spinnen. Die machen wir erstmal platt. Kommt her. Und die vielen Spinnenaugen, die können wir eigentlich nicht hier zurücklassen. Ja. Und, ah, oh, Baby-Zombie. Naja, gut. Und, Vater-Zombie. Und jetzt hängen wir im Spinnennetz. Oh, jetzt kommen sie aber von allen Seiten hier, wa? Geht ihr doch ins Spinnennetz. Da ist bestimmt irgendwo ein Spawner, schätze ich mal. Okay, erhöhte Position. Und wir haben Hunger, sehe ich. Und die hat eine Moore gedroppt, wenn mich nicht alles täuscht. So, wartet mal. Ich mache mal hier ein bisschen Ruhe. So. Richtig Ruhe, weil da können sie rüberspringen. So. Eine Moore, wie schön. Wenn wir nicht schon 1000 hätten, könnte uns das tatsächlich erfreuen.